So. Die Docks sind auch gar nicht weit von, also von uns entfernt. Komme ich hier vorbei? Ich fahre jetzt hier hoch. Es geht, glaube ich, oder? Ja, klar geht das. Super. Ja, geht aus dem Weg. Ich muss hier mal hin. Wie kommt jetzt hier am besten rein? Ah, hier geht es rein, okay. Wir müssen außerdem noch Poker zocken. Habe ich irgendwas gehört? Ja, besorgen Sie sich ein Boot. Ja, hier unten gibt es, glaube ich, viele. Weil hier wird mir überall was angezeigt. Ja, irgendeins, oder? Ich brauche ein schnelles. Haben die auch ein schnelles Boot? Ich nehme den roten. Ach, und da ist wieder ein Tresor. Wir stoßen immer auf diese Tresore. Auch in Missionen, das ist cool. Vor allem, weil sie immer Geld bringen. Ja, geh rein. Ja, mach. So, wohin? Legen Sie mit einem Boot an, indem Sie F an in der Nähe eines Docks halten. Okay. Also mit F. Das probiere ich jetzt gleich mal. Ob mir das gelingt, mal schauen. Und ich glaube, jetzt wird Poker gezockt oder das nächste Mal bei einer Polizeimission. Keine Ahnung. So genau habe ich mir jetzt die Lösung auch nicht angeschaut, weil ich will ja nicht alles wissen. Nur halt bei so Sachen, wo man Ansehen bekommen kann. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich die Lösung mal durchschaut. Ja, ich habe doch F gedrückt. Geht denn das nicht? Das blöde Teil ist zu groß. Scheiße, drehen wir halt. Machen wir es halt auch. Er legt doch jetzt an, Mann. Junge. Leg doch jetzt an. Oh, du bist doch ein Bauer. Ich drücke dir doch F. Was ist denn jetzt falsch? Oh, wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ich will doch anlegen. Ach, in der Nähe eines Bootes oder was? Kann ich jetzt hier mal anlegen hier? Hey, das seht ihr, ey, ich drück eher F und da passiert nichts. Jetzt leg doch mal an, ey. Ach, bis gleich. Ach, bin ich ein Depp gewesen, ey. Ich war wirklich ein Depp. Man braucht gar nicht F drücken. Man hätte gar nicht F drücken brauchen. Wisst ihr, ich bin da die ganze Zeit dran gefahren und habe F gedrückt, aber das braucht man nicht. Weil man muss einfach nur Rechtsklick drücken und dann steigt er aus dem Boot aus. Ah, das hat mich jetzt wieder Zeit gekostet hier, unnötig. Immer das Gleiche hier. Good evening, sir. Hey, guten Abend. Hey, so how does a man get to the highest stakes table? You talk to me. Well, I'm feeling especially lucky today. You're always welcome here. Okay, danke. Dann geht's hier mal rein und ein bisschen Poker zocken. Oder auch doch nicht. Excuse me, miss. Muss ich... Where can I find the high stakes table? Just over there. That's Mr. Yar's domain.
Okay, wie ging denn das Poker nochmal? Ich hab das schon ewig nicht mehr gezockt. Schon ein bisschen lang her. This is weak team, motherfuckers. Weak team. Ladies ready to lose your money? What? Who are you? I don't know you. Get lost. Mr. Yar, is it? Is that the way you talk to Sun On Yi? Aber es wird mir sicher nochmal erklärt, wie das geht. Only money talks at this table. Then let's get the conversation going. Have a seat. I enjoy watching people lose. So, ich hol mir noch die Jade-Statue. Oder halt, ja, den Pickup. You want a game? Spielen Sie 4 Kombinationen Poker, Mahjong. Okay, Einsatz. Ja, machen wir mal 1000, ne? Und jetzt? Ein Paar. Haus hat ein Paar. Spieler hat 2 Paare. Ja, tun wir mal die Kleinen ablegen. Die lege ich ab. Ah, okay. Und was noch? Das lege ich ab. Was muss ich jetzt machen eigentlich? Soll ich da alles drücken oder was? Hä? Wie mache ich, wie geht denn das jetzt hier? Full House. Ja. Ah, ziehen. So geht es also. Runde 2 von 3. Was habe ich denn? 2, 3, 3, 5, 5. 2, 2, 5, 5. 2, 3, 3, 5, 5. Da legen wir die 2 ab. So. Und dann ziehe ich wieder. Dann ist er dran. Runde 3 von 3. Shit. Ich habe gewonnen, das war ja easy. Ich weiß gar nicht, wie es ging, aber egal. Einsatz. Einsatz bestätigen. Ja. Spielen wir halt nochmal. Ist ja so leicht. So. Wir haben hier. Was gibt denn am meisten? Ich habe 1, 2, 6, 6, 6. 3 gleiche, dann 6, 6, 6. Da mache ich, leg ich den hier ab. Den auch. Dann ziehe ich wieder welche. So. Spieler hat 3 gleiche, ein paar. Ziehen jetzt, oder? Weg damit. Schauen, ob er jetzt wieder verliert, der Depp. Runde 3 von 3. Too bad. Hey, du bist so schlecht, Junge. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen mehr Einsatz. Wir wollen ja auch was verdienen. So, wir haben 2, 3, 4, 4, 5. Gucken wir mal, 2, 4, 4, ne, 2, 3, 4, 4, 6 haben wir. 5, 5, 5, straight. 2, 2, 2, 5, 5. 2, 3, 4, 4, 6. Scheiße, da habe ich schlechte Karten. Ich könnte jetzt ein Double machen. Ja, mache ich ein Double. Lege ich diese beiden weg. Ich kann ja nicht anders. So. Zieh. Okay. 4, 4, 4, 5. Dann mach mal den weg. Und den. So. Dann ziehen wir wieder. Letzte Runde. Ah ne, das war's. Let's make it interesting. Ach.
What are you bet against the Billig hot hier, ey, was du machst. Blonde. Yeah. Got this girl over at K-Bar. Very hot. And she's, you might say, in my debt. You win this hand, I deliver her to you. You crazy? You want to bet a girl? What am I going to do with her if I win her? She's illegal, no papers. You can do anything you want with her. Oh, yeah? All right, brother. K-Bar has the hottest girls in the city, and I could use another blonde. Besides, I'm feeling lucky. Sie wetten Iliana verlieren. Sie wetten Iliana. Ja, klar. Jetzt wird's heiß hier. So. Auszahlungen. Wir haben kein Zeitlimit. Ein Paar, ein Paar. 1, 2, 5, 5, 6. Fuck, ich kann jetzt nur wieder die Dings ablegen. Die Double. Scheiße. 1, 2, 5, 5, 6. Fuck, ey. 1, 2, 5, 5, 6. Was kann ich denn jetzt machen hier? 2, 2, 3 gleiche. 2, 2, 5, 5. Ich ziehe. Too bad. Ich hab verloren. Bring the girl to the docks at Central. Come play again. Maybe next time I win twins. Scheiße. Verlassen Sie die. Ah, das war scheiße. Dass ich das jetzt verloren habe. Ja, da hat er sich irgendwie mehr angestrengt. Rufen Sie Iliana an. Scheiße. Iliana, it's Wei. Did you find her? Not yet, but I found a man who may have her. What are you going to do next? I arranged for him to take another girl. I'll follow him and see if he leads us to Katushka. Aber er hilft uns, glaube ich. You're talking about me, aren't you? Yes. Vielleicht bringt es uns was. Wait, can you help me out, man? Verdächtigen überlistet. $1,200. Cool. Entführerhinweis Nummer 3. Was machen wir denn jetzt? So. Weg da. Müssen mit dem Boot erstmal wegfahren. Boah, das dauert jetzt ein bisschen hier. Bis ich da angekommen bin. Einmal ins Boot rein und dann geht's los. Mit dem fetten Boot hier, das ist so scheiße. So schlecht, ey. Und langsam vor allem. Ich muss wieder irgendwo anlegen. Wo es halt möglich ist. Weil hier geht's nicht. Ich fahre hier außen rum erstmal. Von da aus bin ich ja sowieso gekommen. Und da haben wir einen Gesundheitsschrein. Deshalb halte ich hier jetzt. Hoch da. So, und den Gesundheitsschrein hole ich mir. Den lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. So. Einmal dahin. So, komm jetzt. Gib mal Gas hier. Und dann macht man jetzt einfach nochmal eine Mission. Folge darf ja lang werden. Habe ich ja versprochen. Boah, Gesundheitsschrein gefunden. Maximale Gesundheit erhöht. Boah, vielen Dank, ey. Jetzt kann ich, glaube ich, ordentlich was aushalten. Bei allen Sachen. Ist was Gutes, auf jeden Fall. Können wir ordentlich Fett an Schlägen kassieren und es macht uns nichts, denke ich mal. Also, das ist sehr nice. Aber ich muss jetzt erstmal hier weg. Ich bin hier komplett falsch. Geht's denn hier? Ach, hier ist die Straße. Da vorne irgendwo.
Haben wir hier noch einen Tresor oder so? Ne, leider nicht. Okay. Aber ich sehe hier irgendwas. Auf der Karte. Nach was sieht denn das aus? Ist so gräulich. Wieso ist jetzt hier eigentlich gar nichts los, ey? Ich würde gerne erstmal hier... Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Ich will ja nicht noch morgen stehen. Oder rumlaufen. Hab ich keinen Bock drauf. So, drehen. Und los geht's. Mit Full Speed durch die City. Ring, da-da-ding. So, unfallfreie Fahrt können wir natürlich auch wieder machen. Aber egal. Die muss jetzt auch nicht, die ist auch nicht zwingend notwendig, also von daher. Noch 600 Meter und dann... Ja, dann haben wir eigentlich die ganze Polizeimission schon abgeschlossen. Und dann können wir uns auf die Hauptmission konzentrieren. Beziehungsweise noch ein paar Drogenrazzien machen. Und dann, ja, passt ja. Passt alles. Ist der Scheiß jetzt hier. Oh, ich muss umdrehen. Wenn das Radar zeigt mir voll den falschen Weg an, ey. Scheiße. Und ich glaube dem Radar natürlich auch noch. Ja, muss ich halt hier unten rumfahren. Da geht's ja auch hin. Letzter Auftrag, glaube ich, von der Polizeimission her. Nette Sache. Ach, kacke, ich muss noch mal... Scheiße. Wieder falsch gefahren, ey. Ich bin unkonzentriert. So. Bremse ich in der Nähe, ja, machen wir. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht Ärger, dass das Radkreuz beschaffen. Das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche es nicht. So, jetzt komm. You ready? Yes. Now I'm gonna put a tracking device, glaube ich. I should be able to follow you wherever you go. Okay. You nervous? A little. Look, I'll be behind you the whole way. Thanks, Wei. I really appreciate the help. I know Katushka will too. Nobody else there looks out for girls like us. It's good to know we have you on our side. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, okay, zu Iliana. Nee, was laber ich? Zu Jakvalai. Entschuldigung. Der bringt sie dann dahin, glaube ich, oder? Oder nee, wir müssen mit dem reden. This your friend? Aha. I told her you'd help her sort out that immigration problem. Oh yeah, we'll sort that out. Come on, honey. So. Fotografieren Sie den Entführer mit Iliana. Der fährt weg. Muss ich jetzt eigentlich hin? Stopp mal. Hallo? Ja, sorry, aber... Nehmen Sie sich ein Motorrad. Okay, jetzt geht's auf Zeit hier. Scheiße. So, und jetzt Konzentration. Keine Scheiße bauen hier. Das Motorrad zieht aber auch nicht, ey. Mann, gib jetzt doch mal Gas. Meine Fresse. Scheiße, ey. Ah, das schaffen wir, das schaffen wir. So. Da sind wir. Jetzt gibt es bestimmt wieder Schlägerei und so. Aber ich bin ja für alles gerüstet. Schnell davor. Ein Drift hinlegen. Scheiße. Nee, ich hab's nicht verkackt. Ich dachte gerade. Aber gut. 10 Sekunden. Fahren Sie zum nächsten Aussichtspunkt. Jupp. Da-ding. Ah.
Fahren Sie zum... Ich muss mich konzentrieren, Leute. Entschuldigung, tut mir jetzt leid. Scheiße, ich hab... Ah! Nein, 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 nein. Boah, ey, mit dem Motorrad ist schwerer zu fahren. Da fliegt man auch schnell aufs Maul. What the fuck, Junge? Ey. Ich muss das jetzt schaffen. 42 Sekunden nur noch. Die Mission darf ich jetzt einfach nicht verkacken. Das wäre pure Blamage. Warten Sie auf die Ankunft des Bootes. Gut. Besorgen Sie sich ein Boot. What the hell? Ja. Gut. Werde ich tun. Ja, endlich mal ein schnelleres Boot. Das gehört jetzt mir. Hast du Pech? Was ich da mache, ich klaue euer Boot, ganz einfach. Da braucht ihr nicht extra fragen, das seht ihr doch, ihr Deppen. So, endlich kein Zeitlimit mehr, ist immer gut. Schwimmen Sie hinein. Ja, es dürfte Schlägereien geben. Auf jeden Fall. Keiner merkt was. Und ich bin hier drin. Finden Sie Elena. Ja, da gibt's bestimmt Schießerei. Der verteidigt die und so. Bestimmt. Ich befreie die jetzt. Hurry, hurry! Mal die Waffe. Nein, Junge. Oh, Junge, ich konnte doch nicht. Hey. Ah, jetzt. Ich habe jetzt eine Waffe. Gerade eben hatte ich sie nämlich nicht. Um Headshot. Der will nicht sterben, der Typ, ey. Und die Fetten sind auch. Aber das war ein Heavy. Ja, ich sollte natürlich auch ein bisschen treffen lernen. Beziehungsweise, ja, komm jetzt doch mal raus. Befreien Sie die Gefangenen. Gut. Och nee. I'll get you out of here, alright? Relax. Schon wieder. Yeah, we're okay. Can you get us out of here? Maybe. Give me a second. Zack, ohne einmal zu failen. Das war doch cool jetzt. Ging richtig schnell. Jetzt hatte ich irgendwie Glück. You're not like the others, Wei. Klar, there's something about einfach you. Cool, you better keep a low profile for a while. Wei is the most decent gangster I know. I told you he would save us. Please, make it stop. Ja, wir wollen ja dir nichts machen. Wir wollen dich nicht abknallen. We snatched up Fisherman Lion and his entire gang. Plus 22 women they were holding in two other locations. This is one of those cases nobody was paying attention to. If you hadn't cracked it, every one of those girls would have been forced into prostitution. Oder Schlimmeres. Or worse. You've made a real difference, Officer Shen. Ja. Thanks. That's haben wir gern getan. I won't need you again for a while. Keep safe, Wei. Ich werde sie fürs Erste schließen. Belohnungen $1,200. Gut, und jetzt habe ich eine Knarre. Ist doch cool. Endlich mal. Ja, Leute, und ich denke, das reicht dann auch. Ja, hey, komm, ich helfe dir noch can kurz. You help me, mister? Ja, Hilfe anbieten. Ja, you see my car is having a problem and you look like you might be able to komm, fix it. Mach mal noch kurz, ja. Was umsehen. What? All right. Den Dieb das Geld wieder abknüpfen. Ich kill ihn. So einfach läuft's hier. Jetzt hole ich mir das Geld. Ah, ich hab's schon, okay. Ja, war doch easy. Jetzt kommt die eine Kugel, verballern wir noch. So, und jetzt haben wir keine mehr. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, genug gemacht. Also recht viel. Jetzt, wenn dann nur noch Drogenrazzia und so und dann... Pff.
Ja, noch die Gesundheitsschreine. Aber das wär's dann eigentlich, ja. Okay, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dann.